Hi und herzlich willkommen zum Jamflix Talk. David und ich haben uns heute wieder zusammengefunden, um über Songwriting zu reden. Ne? Yes. Einer unserer Lieblingsthemen, worüber wir immer gerne und viel reden. Heute werden wir ein bisschen darüber sprechen, was brauche ich eigentlich als Skillset? Was ist ein Songwriter? Wofür brauche ich das? Und genau. Was muss ich dann eigentlich können? Worauf sollte ich mich konzentrieren? Worauf sollte ich mich fokussieren? Weil das klingt irgendwie so genau. Riesengroß, was muss ich da können, 5 Jahre lang Musik studiert haben, singen können und sowas. Also, wir probieren uns da so ein bisschen eine Sicht auf das Thema, auf den Beruf Songwriter zu werfen. Genau. Und vielleicht, was muss ich mitbringen dazu? Dazu wollte ich heute starten. Ich habe nämlich heute immer ein bisschen das Handy dabei, weil ich da die wichtigsten Punkte drauf stehen habe. Mhm. Und ich wollte zu Anfang jetzt einfach mal für uns beide mit einem Zitat starten. Das ganze Zitat kommt von Sean Lennon, nicht von John Lennon. Sean Lennon war sein Sohn. Ich habe nachgeguckt, der hatte auch ein, zwei Nummer 1 Hits. Echt? Dann nicht so viel wie der Vater. Vater war deutlich bekannter. Okay. Aber Sean Lennon hat auch ein bisschen was gerissen. So zumindest Wikipedia. Mhm. Ich möchte vorlesen. Songwriting is a kind of like a craft. It's not something that just comes... Mein Englisch. Songwriting is kind of like a craft. It's not something that just comes in a dream. You've got to work on it. Das möchte ich jetzt hier einfach mal in den Raum stellen, diese Frage. Ich weiß von dir, dass du ein harter Arbeiter bist und ganze Nächte in deinem Studio durchproduzierst und arbeitest. Aber du hast mir auch schon erzählt, du hast einen Song im Traum geschenkt bekommen. Ja, genau. Ich bin tatsächlich schon zweimal aufgewacht und hatte eine Melodie. Keinen fertigen Song unbedingt, aber schon so ein Gerüst für einen Song im Kopf. Dann habe ich irgendwie direkt mit meinem Handy geschnappt, eine Sprachmemo eingesungen, ganz krächzig und mit verschlafener Stimme. Und habe das dann mit der Gitarre versucht, wirklich eine Akkordgrundlage irgendwie drunter zu bauen. Also am Ende sind wirklich 2 Songs draus geworden, auf die ich so, glaube ich, nicht gekommen wäre, wenn ich die Melodie nicht geträumt hätte, tatsächlich. Ein bisschen weird, aber ja, ich verstehe auf jeden Fall beide Ansätze. Ich bin trotzdem eigentlich der Meinung, dass man sehr, sehr hart arbeiten muss, um ein guter Songwriter zu werden. Vielleicht muss man sich auch erarbeiten, dass man so sehr in Melodien denkt, dass man vielleicht auch einfach mal zwischendurch im Alltag oder halt auch im Traum oder sei es wo Melodieeinfälle, Texteinfälle hat. Ich glaube, das hat man nicht, wenn man sich vorher nicht schon lange damit beschäftigt hat, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, bei mir ist es meistens harte Arbeit. Ich hatte jetzt noch keine Traumeingebung für einen Song oder sowas. Das habe ich jetzt noch nicht gehabt. Aber manchmal hat man so Ideen zwischendurch bei irgendwelchen Aktivitäten, die nichts mit Musikmachen zu tun haben. Denkt man plötzlich an irgendwelche Textideen oder Songideen. Ja. Also das kann dann plötzlich passieren. Ja. Für mich wäre jetzt die erste wichtige Frage, also ich bin Songwriter, dann würde ich jetzt sagen, dass die wichtigste Frage, die sich ein Songwriter direkt am Anfang stellen muss, für wen und für was mache ich das eigentlich? Das wäre eigentlich so der erste Punkt. Ganz viele fangen ja an, das Songwriting selber wegen. Ja. Aber das ist natürlich auch super, um reinzukommen in die Materie. Ja. Aber grundsätzlich ist es doch leichter, wenn ich von Anfang an weiß, wo ich hin möchte, oder? Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube, wenn man ein spezielles Genre hat oder sogar, wie ich das in vielen Songwriting-Sessions erlebe, für einen speziellen Künstler schreibt sogar, dass man weiß, okay, das muss zu seinem Stil passen. So. Wenn man für sein eigenes Projekt natürlich schreibt, weiß man sowieso mit der Zeit natürlich, wo man hin will. Dass der Stil einfach festgezurrt ist und dann erstmal nicht dran gerüttelt wird, das hilft, weil ich glaube, ansonsten kann man sich schnell verlieren in 100.000 Möglichkeiten, wie man einen Song aufbaut. Ja, allein so Sachen, womit ich starten würde, das Tempo zum Beispiel. Ne? Auf welchem Tempo schreibe ich? Wenn es jetzt, gut, Singer-Songwriter-Sachen vielleicht ein bisschen ausgenommen, die sind variabler, aber wenn man jetzt einen House-Song schreiben will zum Beispiel, ne? Slap-House, gerade natürlich ein super großes Thema, dann sollte ich irgendwo zwischen 120 und 128 wahrscheinlich erstmal mein Tempo setzen und dann ja erstmal so reinkommen, würde ich sagen. Wir sind jetzt schon auf der ganz konkreten handwerklichen Ebene gerade angekommen. Finde ich super richtig, kommt auch gleich, ist auch einer meiner wichtigsten Punkte. Mhm. Wenn ich aber jetzt nochmal ganz vorne stehe, ich kenne noch gar nicht den Unterschied zwischen Slap House, Bass House und habe noch nicht die Beatport EDM Charts mir dreimal angehört, weiß noch nicht, wer gerade irgendwie führend ist, welcher Sound angesagt ist. Mhm. Wie starte ich? Kommt, glaube ich, erstmal krass drauf an, was du für einen Zugang zur Musik hast, ob du ein Instrument zum Beispiel kannst. Dann ist es nicht verkehrt, glaube ich, mit einem Instrument natürlich zu starten, um
ja, also ich brauche erstmal meistens eine Akkordgrundlage, um Melodien zu finden. So. Also ich würde jetzt einwerfen, finde es alles richtig, aber schon sehr grundsätzlich, erstmal einfach super viel Musik hören. Ja, klar. Ja, klar. Also das ist so simpel, wie es klingt. Oder das klingt eigentlich viel zu simpel. Ja. Aber es ist die Grundlage, die Basis für alles. Ja. Ich muss den ganzen Tag Musik hören. Ja. Dann hast du, oder? Ja. Ja, du hast dann so einen Melodievorrat irgendwie im Hinterkopf, den du auch neu zusammensetzen kannst. Man lernt richtig, ne? Es ist auch manchmal die Gefahr, wenn man so Songs mit besonders prägnanten Melodien hat, dass man selber eine Melodie schreibt, die sehr, sehr ähnlich ist, ohne dass es einem unbedingt auffällt. Ne? Und man am Ende denkt, scheiße, das gibt's schon. Aber klar, viel hören und sich in dem auskennen, was man machen will. Genau, das wäre nämlich genau mein zweiter Punkt. Das wäre viel Musik hören und man sollte genau sein Umfeld kennen. Ja. Also ich will in die Playlist, ich möchte in die Playlist. Mhm. Das macht es viel, viel einfacher. Mhm. Weil diese unbegrenzte Masse an Möglichkeiten, die man hat, 1 Million Splice-Samples, 400.000 Plugins, man hat 1000 Möglichkeiten, Musik zu kombinieren, zu machen. Ja. Aber wirklich wichtig ist es am Anfang zu sagen, ey, ich will in die Chill-Step-Playlist, ich will in die EDM-Playlist rein und dann zu sagen, hey, ne, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall kein Disco-House zu machen. Oder wenn ich in die Songwriter Ecke möchte, dann brauche ich auf jeden Fall nicht mit elektronischen Bässen bei meiner nächsten Produktion ankommen, weil ich ja weiß, so gern ich das Crossover-Produkt machen würde, aber ich muss leider akzeptieren, dass in die Playlist, wo ich rein will, ja nur die Songs reinkommen, die zu der Playlist passen. Das, also ich kann nicht das Genre neu erfinden, wenn ich in diese Playlist möchte. Ja. Genau, also ich glaube, du kannst schon das Genre neu erfinden, aber es ist erstmal was sehr, sehr schwer nur gelingt, dass es richtig cool ist, glaube ich. Ja. Also und Crossover an sich sind, glaube ich, schwierig einfach. Da musst du auch irgendwie Glück haben, dass die Einzelteile so zusammenpassen. Ne? Ich stelle mir Crossover halt immer live vor. Früher gab es das. ich stelle mir live immer so vor, du machst einen Hip-Hop-Rock Crossover. Gibt's ja sogar Run-DMC oder so, das haben wir so Crossover. Ja, Linkin Park, ja gut, weiß ich, okay. Dann entsteht vielleicht nur Metal. Linkin Park mag jetzt noch so ein Beispiel sein, was funktioniert. Aber wenn ich mir das vorstelle, du willst also jetzt ein Konzert machen mit Hip-Hop und Rockmusik, ne? Und dann kommen die Fans. Ja. Wie sieht dein Fan dann aus? Okay. Hat der Heavy-Metal-Kutte und trägt Baggy-Pants? Genau. Weißt du, oder keine Ahnung, die gibt's nämlich so gar nicht, diese Menschen. Genau, deswegen glaube ich, diese großartigen Bands in der Musikgeschichte, die nur wenig irgendwie, wo mir nur wenig Beispiele einfallen, die wirklich Genres neu kombiniert haben oder sogar neue Genres erfunden haben, die haben sich dann wirklich auch eine ganz neue Fangemeinde mühselig aufbauen müssen. Mhm. Ich glaube, die konnten nicht auf schon vorhandene Genre-Fangruppen irgendwie zurückgreifen, sondern mussten wirklich Leute finden, die erstmal aufgeschlossen sind, glaube ich, neuem gegenüber und haben da wahrscheinlich viel erstmal eingebüßt an Zielgruppe und wahrscheinlich mehr Arbeit gehabt, würde ich sagen. Und jeder, der sich jetzt getriggert fühlt, na klar, wenn es die Playlist gibt, wo alle Techno mit Rock kombinieren, dann ist perfekt. Dann habe ich meine Playlist gefunden, da will ich rein und dann sollte ich auch die Regeln machen. Und wenn die jetzt die super schrägen Akkorde mit nur Halbtonschritten da die ganze Zeit machen, ja gut, wenn das diese Leute dann hören wollen in der Playlist, dann darf ich das auch machen. Das ist das Schöne an dieser Nischenwelt, die wir jetzt haben durch Social Media. Ja, ne? Absolut. Man findet seinen Platz. Man muss nicht mehr in dieses einen Fernsehslot, in diesen einen Radiosender rein. Ja, ich bin großer Fan von Nischen. Ich höre selber viel Nischenmusik, wahrscheinlich mehr als Mainstream. Mache auch selber einiges an Nischenmusik. Ich bin Fan von dieser super aufgefächerten Kultur, die dadurch entstanden ist. Du hast halt wirklich für jeden Geschmack erstmal so quasi eine kleine Bubble, in die du dich begeben kannst. Ne? Du kannst so in deine Nische eintauchen und wirst da mit großer Wahrscheinlichkeit Songs finden, die dir gefallen. Okay, wir haben uns ein bisschen eingearbeitet. Du hattest eben schon die Skills, die man jetzt auch noch braucht. Also du hattest die musikalischen Skills angesprochen. Im besten Fall weiß ich auch noch, wie man Computer steuert. Ja, so mit Maus und Ordnern und wie installiere ich ein Computerprogramm. Ja, ey. Ja, klar. Ich sag mal, Generation iPhone ist natürlich auch schon, da sind viele, die nur noch in den App Store gehen können und sich eine App runterladen. Ne? Ja, also die technische Seite ist nicht zu vernachlässigen. Ist nicht zu vernachlässigen bei der ganzen Sache. So, jetzt weiß ich, wie meine Kollegen klingen. Mhm. Bringt mir aber jetzt auch nichts, die 1:1 zu kopieren. Richtig. Ja. Weil es will kein Mensch interessieren. Vielleicht für den Anfang. Vielleicht kannst du so anfangen. Vielleicht auch für den Anfang, ne? Vielleicht kannst du wirklich erstmal einen Song machen, der genauso klingt wie der und der, aber mit eigenem Text, mit minimal anderer Melodie und das hilft dir vielleicht schon, ne? Aber das kannst du natürlich wahrscheinlich nicht veröffentlichen dann. Ein Cover kann man mittlerweile veröffentlichen. Genau, dann, ne? Ein Cover kannst du natürlich machen, aber das wäre jetzt nicht Songwriting-Aufgabe so richtig, ne? Nee, das stimmt. Also
Ich glaube, das kann helfen, am Anfang zu kopieren, aber man, es ist ja nicht das Ziel. Wie ist es denn jetzt bei dir konkret? Du hast hier 200 Videos mit Songs gemacht. Ja, einige, ne? Ja, ja, sagen wir mal 200, stellen wir mal so grob in den Raum. So eine Sache. Wie sehr hat dich das verändert? Wie sehr hat dir das geholfen beim Schreiben von deiner eigenen oder für Musik? Also ich habe ja immer die Songs, die ich hier erkläre, selber vorher analysiert. Ja. Und ich glaube, das hat mir schon geholfen, weil ich ja einfach so quasi so einen Erfahrungsschatz mir damit aufgebaut habe, wie zum Beispiel, was für Akkorde aktuelle Songs oder auch ältere Songs benutzen. Ich weiß ganz genau die Songstruktur von solchen Songs und singe die natürlich auch, deswegen weiß ich auch mehr oder weniger, wie die Lyrics und das Melodiekonstrukt so funktionieren. Und ich würde sagen, das hat mir geholfen, mich mit einem größeren Erfahrungsschatz irgendwie auch an das Songwriting-Thema ranzuwagen, weil ich kann jetzt mehr oder weniger sicher sagen, mit den Akkorden mache ich nichts falsch. Und wenn ich die und die Melodien darüber singe, dann klingt das vielleicht schon so wie das und das Genre. Ja, okay. Es sind irgendwie so sehr vage Guidelines. Erfahrungen, aber doch irgendwie sehr hilfreich. Ja, verstehe. Ja. Wenn du jetzt mal eine Frage hast, du kommst nicht weiter beim Produzieren. Ja, dann frage ich dich. Fragst du mich? Nee, aber wenn du jetzt, was ist da deine Go-To-Quelle? Ich gehe auf YouTube. Und lass mir von irgendeinem 16-Jährigen erklären, wie er auf Serum folgenden Synth programmiert hat. Ja, also ich... Ich gehe nämlich noch weiter, eine weitere Fragenergänzung zu dir noch. Ich gehe nämlich so weit zu sagen, es gibt heute nicht mehr die Geheimnisse, wie damals, als ich angefangen habe, Musik zu machen, wo alles immer noch so geheim weitergegeben wurde. Heute findest du jede Technik des Mixens, des Produzierens auf YouTube. Ja, also früher war das so das Ding, oh, es gibt da diese Vengeance-Samples, habe ich gehört. Das war irgendwie so ein Geheimnis, was an mich rangetragen wurde von irgendeinem, der auch Musik gemacht hat. Und dann dachte ich mir so, wow, als ich die gehört habe, okay, damit hast du ja direkt schon mal irgendwie ein bisschen Schritt weiter. So. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich was wissen will, sofort tatsächlich auf YouTube gehen. Klingt als YouTuber jetzt ein bisschen blöd, aber ja. Ja, nee, deswegen machen wir ja auch YouTube, weil wir es einfach so gut convenient finden, dass man sich hier gegenseitig Fragen beantwortet, weil es ist... Genau. Ich würde gebe alles auf YouTube mittlerweile. Ja. Ja, ich auch. Sogar manchmal, bevor ich das google, gehe ich schon auf YouTube, weil ich weiß, auf YouTube gibt es diese Art, von Videos, wo ich wirklich zugucken kann, wie jemand das macht. Hm. Und nicht nur irgendwie so einen Blogbeitrag, wo ich jetzt erstmal durchlesen muss. Hm. Ja, genau. Hm. Lesen ist sowieso nicht so mein Ding. Also, genau, ich würde auf YouTube gehen und dann... Aber schreiben. Ja. Wegen Songwriting. Schreiben ist sowieso super, aber man muss ja das eigene nicht immer lesen. Ja, ja, ja. Nee, aber schreiben macht er gerne. Dann wäre jetzt noch mein dritter Tipp für die ganz allgemeinen drei Startpunkte, die wir hatten. Also wir haben gesagt, ich weiß, wie mein Umfeld klingt, wie die Leute, die Musik machen, ich kann mir das auch immer so vorstellen, ich darf auf einer Bühne stehen und diese Bühne spielt den ganzen Tag Programm und ich möchte auf die folgende Bühne und da stehen dann folgende Fans davor. Und dann kann ich mir eigentlich schon auch vorstellen, vor wem möchte ich stehen. Das ist, glaube ich, vielleicht macht es das einfacher. Ja. Dann wäre der nächste Tipp, dieses YouTube online, sich Fragen beantworten, suchen, Hilfe suchen. Ja, ja. Und der dritte Punkt wäre für mich jetzt kollaborieren mit anderen. Absolut. Ey, also sich Gleichgesinnte suchen, die den gleichen Horror mitmachen wollen. Ja, ja. Also jetzt, wenig schlafen, schlechte Ernährung. Jetzt so in der Zeit von Zoom-Sessions irgendwie habe ich wirklich kaum eine Session gehabt, wo ich nicht von wem anders noch was gelernt habe. Sei es auch nur, der macht das und das gerne und das ist in dem Zusammenhang cool. So, ne? Einfach so, ja, so neue Ansätze. Du kriegst von Leuten so viel Input, wenn du mit denen arbeitest. Das ist sehr ergiebig, glaube ich. Und du hast natürlich Leute, die den gleichen Weg oder einen ähnlichen schon gegangen sind wie du und sich auch so ihre Regeln, sage ich mal, zurechtgelegt haben beim Songwriting, von denen du dir einfach was abgucken kannst. Ne? Okay, das waren so die ganz großen Basic-Punkte. Wie kann ich überhaupt mir den ersten Blick auf dieses ganze Ding, wo ich hin möchte? Mhm. Ich glaube, es ist super wichtig, im Kopf zu behalten, wo man hin möchte. Das macht die ganze Reise leichter, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Ja. Ich glaube, wir beide wissen, wovon man da redet, wenn man so strauchelt und sucht und macht. Ne? Ja. Wie starte ich denn jetzt ganz konkret? Du hattest eben schon gesagt, Tempo festlegen. Das finde ich auch wirklich den wichtigsten Punkt, weil die meisten Genres haben ein spezifisches Tempo. Ja. Also wir können jetzt mal weglassen, dass man vorher natürlich sich wahrscheinlich eine Computersoftware installiert hat, mit der man das Tempo einstellt. Genau. Also ich glaube,
da kommt es auch nochmal drauf an, habe ich den Instrumentenansatz oder den Computeransatz? Wenn du als gibt es heute noch Leute, die nur einen Instrumentenansatz wirklich fahren können als Songwriter? Ja, glaube ich. Ja? Dran. Ich glaube, viele Leute gehen dann tatsächlich noch ins Studio, wenn die einen Song geschrieben haben und nehmen den da auf. Also das ist, glaube ich, auch schon diese Singer-Songwriter-Welt so, ne? Oder auch die Rock-Welt, da gibt es das, glaube ich, auch. Aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt zwingend nötig, dass du Produktionsskills schon hast, aber natürlich super, super gut. Aber es macht es viel billiger, ne? Günstiger sowieso für dich persönlich, ja. Aber auch du hast mehr Kontrolle. Du kannst sagen, okay, ich habe irgendwie die Idee von diesem Song und du musst jetzt nicht einem Producer erstmal deine Idee erklären und deine Vision vermitteln, weil das kann auch schon ein Problem sein. Vor allem, wenn du dich in der Welt nicht so auskennst, kannst du dich vielleicht nicht so präzise ausdrücken. Mhm. Und ich glaube, wenn man selber sich mal dran setzt und zumindest so die Basics in der Produktion verstanden hat, das ist immer gut. Also gerade heutzutage und es geht immer mehr dahin, würde ich sagen. So, also ich habe jetzt den Computer an. Nehmen wir den mal als Voraussetzung. Ich kann auch nur die Gitarre. Mach mal ein Metronom an. Im Computer oder jetzt auch am Handy das Metronom. Ja. Wie fängst du an? Was kommt jetzt zuerst? Soll ich... I go first? Ja. Chord Construction. Ich brauche die Chords. Ich mach Chord Progression? Absolut. Okay. Ja. Ja, klar. Ja. Also du bist nicht so, ich habe erst die Melodie und nehme dann die Chords hinten auf, weil du singst ja super viel. Ich tue das nicht. Also in dem Fall, dass ich sie geträumt habe, die Melodie, dann muss ich die Chords hinterher machen. Ja, okay. Aber meistens fängst du mit einer Chord Progression an. Normalerweise schon, weil ich einfach daran mich entlang hangel. Dann klingt erstmal irgendwas vor sich hin und dann kannst du dich da irgendwie drauflegen mit der Stimme oder mit anderen Melodieinstrumenten oder was auch immer. Ja. Okay, fange ich auch, so würde ich auch sagen. Ja, und dann würde ich jetzt wieder dahin gehen und sagen, jetzt geht es weiter damit, Samples zu finden, das richtige Instrument auszusuchen und vielleicht auch schon den ersten Text schreiben. Ja. Ich glaube, beim Text und beim Melodieschreiben, da scheiden sich echt die Geister. Da gibt es wirklich so zwei Lager, was ich so erlebe, ist, dass viele Leute erstmal nur Blödsinn singen, irgendwelche Fantasieworte und dann nachher hingehen und das wirklich durch sinnvollen Text und eine Message, sag ich mal, ersetzen. Liebe ich so Demos. Genau. Es sind manchmal auch, braucht man viel Fantasie für. Manchmal klingen sie aber cooler als das, was man später kriegt, weil das cooler klang. Ja, weil man sich so ein bisschen auch was vorstellen kann. Okay, darum könnte es gehen gerade. Auf jeden Fall, ja. Aber es gibt auch wirklich diesen eher poetischen Ansatz. Ich habe hier einen Text, der hat die und die Message und das klingt dann oft schon sehr ausgearbeitet als Text, aber ich habe noch gar keine Melodie dazu und da muss man hinterher oft anpassen, den Rhythmus oder braucht man da ein paar mehr Silben, füllt man ein paar Worte ein oder lässt man welche weg, wenn man dann eine konkrete Melodieidee hat. Also ich glaube, da gibt es wirklich die beiden Ansätze. Da würde ich würde eher mit dem erst Blödsinn singen und dann Text einsetzen gehen, aber wie gesagt, geht beides, glaube ich. Ja, also hier würde ich nochmal an unser Eingangsappell erinnern, ne? Also dass man seine Konkurrenten wirklich auch genau kennt, dass man jetzt genau weiß, in welcher Welt ist man. Mache ich jetzt einen Song 2 Minuten lang oder 3 Minuten lang? Mhm. Muss im Song ein Drop kommen? Muss kein Drop kommen? Mhm. Gehe ich in der Verse hoch, runter? Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt das Genre neu erfinden will, dann sollte mir vorher wirklich ganz klar sein, was ich denn eigentlich hinter mir lasse. Finde ich immer. Ich kriege ganz oft Demos von Leuten, die mir erzählen, ey, ich bin der neue heiße Scheiß. Und man hört sich jetzt einfach nur an und denkt so, nein. Einfach nur nein. So, weißt du? Nee. Also es klingt nicht anders als die anderen. Du spielst irgendwie eine Sache, die klingt dann schräg oder sowas. Und da gilt ja unser Lieblingsspruch hier im Studio, glaube ich, be yourself, but don't overdo it. Ne? Ich liebe den Spruch, aber er ist auch ein bisschen fies. Ich glaube, das muss man irgendwie so einordnen, dass man trotzdem mit Künstlern, die oft, sage ich aus Erfahrung, eher kompliziert denken, den muss man manchmal auch sowas eingestehen, dass die dreimal um die Ecke denken, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Manchmal in so einer Session, dann entsteht ja so ein Song aus einer ganz komplizierten Idee und am Ende ist es doch wieder nur was Simples, was dann alle gut finden. So, das erlebe ich irgendwie oft. Man startet mit was sehr Verkopftem, dann nimmt man die Basis daraus. Und am Ende ist es cool so. Mit welchen Hilfsmitteln würdest du denn jetzt jemandem sagen, also was braucht man? Wir haben jetzt gesagt, ein Computer, den würde ich einfach mal als einen gewissen Standard hinlegen. Ich kann nicht, das haben wir schon hier auch auf dem Kanal oft besprochen, ich kann nicht mit iPad oder mit iPhone wirklich Musik machen. Das geht nicht. Das
Ja, also wenn du jetzt in die Produktion an sich rein. Wir gehen jetzt wirklich schon in die Produktion rein. Ja. Also welche Hilfsmittel kann ich mir ziehen? Ich gebe dir jetzt mal so ein Beispiel, was für mich dann absolutes Songwriting-Hilfsmittel zum Beispiel ist, ist der Logic Drummer. Ja. Das ist ein Killer. Ja. Damit kann man seine Demos schon mal auf, weiß ich nicht, 50% aufwerten. Das Coole ist, dass der schon zu einer Spur, die du schon hast, einen Groove selber entwickeln kann. Ne? Der hat so eine automatisierte... kann er. Crazy. Ich nehme immer nur die fertigen Presets von dem. Die sind auch super. Ja. Aber der kann auch noch... Der kann zu einem, wenn du jetzt ein Klavier eingespielt hast oder so, dann sitzt der die Bassdrum und die Snares schon passend zur Betonung des Klaviers. Boah, das musst du mir nochmal zeigen, das weiß ich gar nicht. Aber es funktioniert auch nicht immer zuverlässig, aber ich finde, auf jeden Fall ist es ein cooler Ansatz, so sehr automatisiert. Erstmal hast du was. So. Hast du noch so ein paar Empfehlungen da? Sonst hau ich gleich auch noch ein paar raus. Können wir mal über die kurz reden? Ja, Splice. Ja, Number One. Immer. Habe ich letztens wieder einen Song im Radio oder, nee, auf Rap Caviar oder sowas oder, wie heißt die große Amerikaner? Ja, Rap Caviar, ne? Da habe ich auch wieder irgendwas, war da, ein Splice-Sample war bei einem drin. Ja. Kenne ich auch schon bei echten Stars so, habe ich das auch schon ein, zwei Mal gehört. Aber ich glaube, wenn man mit Splice anfängt zu komponieren oder einen Song zu schreiben, ist Splice fast noch stärker, als wenn du es nachträglich benutzt. Klar, du kannst Drums und alles, okay, Drum-Samples kriegt man aber auch oft, ne? Also nicht nur bei Splice. Nee, klar. Aber wenn du jetzt anfängst... Du meinst richtig so einen Akkord? Ding, so sich einfach ein Sample richtig nehmen. Wenn du ein Tempo hast und sagst, du möchtest in dem und dem Genre was schreiben und dir erstmal zum Beispiel Gitarren-Samples oder Melodie-Samples anhörst bei Splice, das ist so inspirierend oft, weil die einfach schon so schön gemacht sind. Das ist jetzt nicht einfach nur so vier Akkorde, die man jetzt an der Gitarre runterschrammeln würde, sondern schon was Ausgearbeitetes mit Melodie und so. Da kann man sich bedienen, muss man nicht, aber oft ist es dann schon ein cooler... Ja, so ein Spark für eine neue Songidee irgendwie. Ja, verstehe. Also hier kann ich auch nochmal Arcade Output zum Beispiel krass empfehlen. Ja. Ist auch wild, kann man nur sagen. Ja. Richtig wild, das Programm. Also das hört man wahrscheinlich auch in ganz vielen Produktionen. Ja, du hast es ja jetzt schon angesprochen. Also es geht darum, Strategien zu finden. Seine eigenen Technik, sein eigenes... Ich würde sagen, du brauchst so einen Workflow, der dir liegt. Mit deinen Skills, sage ich mal, wenn du jetzt Gitarre spielst, fängst du vielleicht meistens mit der Gitarre an, aber auch nicht unbedingt. Aber wenn du eher so computerbasiert denkst, dann hast du vielleicht so deine Lieblings-Plugins, die du erstmal aufmachst und direkt irgendwie etwas rauskommt, was gut klingt, was dich inspiriert, irgendwie die Idee voranzutreiben. Wann bist du denn kreativ? Immer. Ja? Ist bei dir nonstop? Naja, nee. Was ist wichtig für dich, um kreativ zu sein? Ich verstehe es manchmal bei mir selber nicht so ganz, wann ich kreativ bin. Ich kann schon auf Knopfdruck, wenn jetzt irgendwie eine Session ansteht, auch wenn die irgendwie morgens um 11 ist, was mir überhaupt nicht liegt. Also grundsätzlich bin ich eher später am Tag kreativ, würde ich sagen. Kann ich bezeugen. Aber es kommt drauf an, ob man entspannt ist, ausgeruht ist. Ich glaube, das ist ein Faktor, der bei mir schon eine Rolle spielt. Ja. Wenn ich gestresst bin, bin ich tendenziell weniger kreativ. Allerdings, wenn es sehr wichtig ist, dass ich in dem Moment kreativ bin, dann kann ich auch unter Stress ganz gut kreativ sein, weil es dann einfach irgendwie so sehr zielgerichtet wird. Und dann sagt man, okay, wir brauchen jetzt aber eine Hook. Ne? Der Song muss fertig werden. So. Oder uns fehlt noch eine Idee für eine Bridge oder für ein Pre irgendwie, der ist noch nicht cool, da muss was ausgetauscht werden und das muss jetzt passieren, so dann klappt das auch meistens. Also ich habe selten so Totalausfälle gehabt, wo mir einfach gar nichts mehr einfällt, aber gibt's auch. Also vor allem, wenn man so an so einem Song arbeitet, wo man selber noch nicht die Vision für hat. Ne? Das Ziel nicht klar ist. Genau, ja. Wenn du dir denkst, okay, ich würde gern irgendwie, ich bin noch nicht zufrieden mit dem. Man hat immer noch was fehlt, ja? Genau. Ja. So, es ist irgendwie noch ein bisschen luftleer und wohin soll das eigentlich gehen? Wenn ich jetzt in die Richtung weiterschreibe, dann muss ich den restlichen Text verändern, weil das nicht mehr passt und so. Wenn so Ideen nicht ineinander greifen, dann werde ich auch mal unkreativ und dann habe ich auch mal keinen Bock mehr. Aber es ist Gott sei Dank selten. Okay, ja. Verstehe. Also meine Tipps wären, um die Kreativität, sage ich mal, auch in diesen Krisensituationen sind es nicht, aber in diesen Situationen, wo man eigentlich nicht so kreativ ist, wären vor allem, dass man einen strukturierten Arbeitsplatz hat und Presets. Ja.
Ey. Dass man ein Preset-Desk hat, wo einfach schon, weiß ich nicht, der einfach schon okay klingt. Wo man weiß, ah, wenn ich die Kick drunter lege, dann klingt die gut. Und der Synth, der hat bei meiner letzten Produktion gepasst. Ja. Den nehme ich jetzt erstmal wieder. So. Genau. Und da kommen sich ja auch ganz viele Leute doof vor, den Sound zweimal zu nehmen. Aber wenn du ihn 10-mal nimmst, sagen alle, es ist dein Signature. Weißt du, du selber sitzt dann zu Hause und sagst, boah, den habe ich doch in der letzten Produktion genommen. Ja. Und draußen feiern alle, ja, der hat voll seinen eigenen Sound, voll krass. Aber was ist ein eigener Sound? Ich benutze meine eigenen Sounds einfach in jedem Song. Ja. Das ist Signature für mich. Absolut, klar. Also ich glaube, genauso wie in der Produktion kannst du ja auch so Melodiewendungen haben, die du gerne schreibst. Ja. Oder Schlenker, die du gerne singst. Das ist ja auch Teil der Komposition irgendwie. Ne? Ich glaube, man darf sich da auch nicht selber zu sehr einschränken, weil oft ist es am Ende, wenn man einen Song genauso aufbauen würde, das passiert sowieso nicht. Also du nimmst einen Sound, den du schon im letzten Projekt irgendwie verwendet hast, meistens entweder veränderst du am Ende noch was an dem Sound oder du tauschst ihn doch aus oder es wird auf jeden Fall in einem neuen Kontext nie genau wie eine Kopie von deinem letzten Song klingen. Deswegen, ja, das ist eigentlich eine Sorge, die ich mehr oder weniger abgelegt habe. Ich nehme gerne einfach Sounds, die ich schon verwendet habe, weil ich weiß, die sind für das, was ich da mache, passend. So. Und das ist für mich wichtiger oft, erstmal voranzukommen, als jetzt zu sagen, okay, der muss es jetzt aber auch im finalen Master des Songs werden. Du kannst ja immer noch sagen, okay, nimmst einen anderen oder einen ähnlichen. Oder vielleicht passt er am Ende doch nicht so perfekt, aber auf jeden Fall hat er in dem Moment das Problem, sag ich mal, gelöst und du konntest weiter mit dem Song fortfahren, ohne dass du jetzt erstmal anfängst, so eine Preset-Datenbank von irgendeinem Plugin durchzuskippen. Das hasse ich. Wenn du gar nicht weißt, so, was will ich da für einen Sound haben und dann hast du so 50 Lead-Sounds, die gehst du alle durch und normalerweise passt keiner. Also hier kommen wir wieder zur Konklusion. Das Ziel ist unglaublich wichtig, erstmal im Auge zu behalten die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall. Wo will ich hin? Ja, ja, und genau. Und wenn man schon Hilfsmittel sich erarbeitet hat, dann auf jeden Fall nutzen, würde ich sagen. Ja, ist dieser Drang nach Perfektion nicht eigentlich auch einfach eine Unsicherheit, ne? Ist just insecureness. Oh, ich muss das so perfekt haben, bis ich es rausschicke. Oh, da muss ich noch polieren. Das ist einfach eine Unsicherheit, ist in meinen Augen oft mittlerweile der Gedanke. Okay, mhm, ja. Dass man einfach zu unsicher ist, weil die Idee ist ganz oft früh da. Mhm. Und naja gut, also ja. Eine gewisse Insecureness. Ja. Jetzt springen wir mal ans Ende. Mhm. Wann ist denn der Song dann fertig? Okay, also du redest jetzt von Master abgeben oder naja gut, oder also Teil, okay, schieben wir jetzt nochmal davor, wäre nochmal diese wichtige Frage, was er gerade gesagt hat. Welches Ziel habe ich eigentlich? Also ja, für wen schreibe ich das Ganze? Genau, diese Punkte müssen geklärt werden. Aber wann kommst du beim Songwriting an den Punkt, dass du sagst, also für dein eigenes Projekt, klar, okay, da ist es jetzt die Frage nach einem Master eventuell am Ende, wenn du wirklich alles in einer Person bist. Du bist nicht nur der Songwriter, der Interpret, sondern auch der Mischer und der Mastering-Engineer. Ja, sagen wir aber jetzt, du bist nur der Songwriter. Mhm. Mhm. Gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, ich bin fertig? Also das kommt echt drauf an. Wenn du jetzt als Songwriter verstehst, du schreibst wirklich nur Melodie und Text auf eine Akkordgrundlage und das war's erstmal, dann bin ich in dem Moment fertig, wenn der Text für mich stimmig ist, wenn vielleicht die anderen Leute, die mitarbeiten, wenn ich nicht alleine arbeite, auch sagen, da bin ich mit allem cool. So, das hilft auf jeden Fall, wenn man nicht alleine ist. Wenn man alleine ist, ist es schwieriger, glaube ich. Ist ganz, 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 ganz wichtiger Tipp. Ja. Dieses Feedback-Loop mit anderen, mit Menschen, die nicht so oft den Song hören wie ich, die auch Ahnung von Musik haben. Ja. Müssen nicht nur Ahnung von Musik haben, aber die vielleicht auch welche Ahnung haben. Ja. Früh in einen Feedback-Loop mit einbinde. Auf jeden Fall. Und immer mir wieder Feedback hole, weil ich sitze 4 Stunden an der Bassdrum und schreibt mir einer zurück und sagt, das Klavier gefällt mir nicht. Genau. Und ich habe 4 Stunden an der Bassdrum gearbeitet und hätte eigentlich nur einmal das Klavier austauschen müssen. Alle wären happy gewesen. Ja, genau. Aber ich glaube, im Songwriting-Bereich geht es ja auch oft darum, erstmal nur Ideen festzuhalten und nicht unbedingt eine Produktion direkt fertig zu ziehen. So. Ist das so? Weil wenn du Demos heute an fremde Artists rausschickst, ja, wie hoch muss das Level sein deines Demos? Ja, da habe ich schon einiges erlebt. Also es kommt, glaube ich, darauf an, was der Artist macht. Wenn er selber produziert, dann will er vielleicht gar nicht die fertige Produktion haben, weil es ihn einschränkt. Das habe ich auch schon erlebt. Dann ist er froh, wenn nur 4 Klavierakkorde drunter liegen und dann eine perfekt super ausgearbeitete Vocalspur aber drauf liegt, ne? Sag ich mal, mit Adlibs und Harmonies und allem vielleicht schon. Aber wenn man jetzt selber, wenn man so einen Artist hat, der vielleicht selber nur DJ ist und gar nicht selber produziert, dann muss ein Demo schon, glaube ich, so klingen, dass er sich das vorstellen kann, an seinem Set zu spielen. So.
völlig unterschiedlich, je nachdem, wo du da bist. Wenn du für dein eigenes Projekt das machst, ist es, glaube ich, am schwierigsten. Dann bist du nämlich die, sage ich mal, die Kontrollinstanz. Ne? Ja, ja, ja. Und da hast du dann ja die Sorge, obwohl du selber noch dran gearbeitet hast, musst du dann sagen, okay, aber ist das jetzt auch cool genug, dass es fertig ist? Ne? Das ist tricky. Also hier würde ich auch nochmal den guten Grundsatz sagen, also man muss auf sehr hohem Niveau heute arbeiten insgesamt, weil alle benutzen Logic Drummer, also das Niveau ist schon recht hoch geworden, ja. Aber auch hier ist die wirklich goldene Regel, don't overthink shit. Es wird nie den perfekten Moment geben, wo alle sagen, jetzt ist es zu, also vielleicht gibt es den auch mal, aber dieser Moment, wo alle sagen, der ist perfekt, der dauert meistens sehr, sehr lange. Man braucht ja oft für die letzten 4% einer Produktion irgendwie viel länger als für die ersten 96% die man hatte. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Das ist dann immer sehr, sehr stressig. Also wenn wir das jetzt nochmal ganz konkret zusammenfassen, was sind die zwei wichtigen, oder was wären die wichtigsten Skillsets, was muss ich denn jetzt eigentlich können? Also ich würde jetzt ganz nach vorne stellen, das, was wir eben gesagt haben, mein Ziel so genau wie möglich kennen, weil das befreit mich von Millionen kleinen Entscheidungen. Ja. Ich muss nicht mehr entscheiden oder sowas, weil ich weiß, in meinem Genre ist nur das zulässig. Absolut. So mein Genre klingt so, ich brauche nicht drüber nachzudenken, dass der Synth hier gerade geil ist, aber der passt nicht. Genau, ich glaube, auch dann, wenn man das Ziel genau kennt, gibt es immer noch genug Fragen, die einen da quälen können. Ja. Da muss man immer noch mit einem gesunden Selbstbewusstsein, glaube ich, auch rangehen und so Entscheidungen fällen. Nee, ich finde, das ist jetzt gut, so wie es ist. Und das wird, ja, zu 99% werden andere Leute das anders sehen. Ne? Es wird nie den Song geben, den alle für den neuen Nummer 1-Hit halten. Aber wenn deine Feedback-Loop, wie du eben sagtest, wenn da Leute drin sind, ja, die ein gutes Gespür dafür haben, die dir gute Tipps geben können, dann ist das sehr, sehr viel wert. Und dann kann so eine Idee auch einfach von vornherein irgendwie sehr beliebt sein. Ne? Das gibt's ja. Also hier ist auch, glaube ich, nochmal wichtig, dass man auch nur das können muss, was man können muss. Also wenn ich jetzt ein Dance-Producer bin, dann muss ich nicht dorisch, phrygisch, Tonarten oder irgendwelche komplizierte Theorie auf der Uni gelernt haben. Ich muss auch nicht unbedingt wissen, wie man etwas einsingt oder wie man einen echten Bass spielt. Das muss ich alles nicht kennen. Ich muss wirklich begreifen, wohin möchte ich gehen. Und auch dieses, wohin ich gehen möchte, definiert ganz viel für mich. Das heißt, ich muss gar nicht mehr alles lernen. Ich muss kein Allround-Talent sein, sondern ich muss nur wissen, was jetzt für mich wichtig ist, um in meiner Nische nach vorne zu kommen. Ich vergleiche das immer irgendwie so ein bisschen kampfsportmäßig. Ja. Weißt du, du musst ja nicht alles lernen, um jemanden K.O. zu hauen. Der Kneipenschläger kann links, rechts, ne, die Kombination, und haut damit erstmal 90% der Leute einfach aus dem Socken. Sogar schon jemand, der irgendwie 5 Jahre Karate gemacht hat oder sowas, kommt der Kneipenschläger und macht Pow. Weil der den einen Schlag hat er tausendmal geübt hat. Das ist dieses alte Bruce Lee oder Ip Man, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, den Satz, aber ich fürchte nicht den Mann mit 1000 Tritten, sondern ich fürchte den Mann, der einen Tritt 1000-mal geübt hat. Ja. Weil der ist halt, der kann den Tritt. Ja. Und so absolut. Könnte man das, glaube ich, mit dem Ziel auch sagen, dass man das hat. Wenn ich dich jetzt nochmal frage, als Beruf, hat das eine Chance? Ja, absolut. In Zukunft? Klar, in Zukunft finde ich ganz witzig, dass du das dazu fügst, weil ich dachte auch gerade, wenn alles automatisierter wird und wenn mehr künstliche Intelligenzen in alle Arten von auch kreativer Arbeit eingreifen, so, dann wird es für manche Berufe auf jeden Fall gefährlich in der Zukunft, sage ich mal. Aber ich glaube, so eine urkreative Sache wie das Songwriting ist eine der letzten Sachen, die künstliche Intelligenzen übernehmen werden. Denk ich auch. Deswegen würde ich sagen, hat auf jeden Fall Zukunft. Ich bin ja selber auch Berufssongwriter, wenn man so will. Und deswegen kann ich gar keine andere Antwort geben. So. Die Industrie ist ein bisschen weird, ein bisschen anders als viele andere Industrien, glaube ich. Man muss sich da reinkämpfen. Man muss auf jeden Fall Ausdauer mitbringen. Aber es ist, was kann es Schöneres geben, als mit etwas, was man selber so gerne hört und so gerne macht, dann Geld zu verdienen. Ne? Also. Ja, absolut. Also ich sehe das genau wie du, dass, glaube ich, die Leute, die in den nächsten Jahren noch eine Geschichte erzählen können, immer noch viel sicherer als viele andere dastehen werden. Ja, ja, weil doch jede Geschichte irgendwie einzigartig sein muss. So, ne? Selbst wenn man kopiert und von anderen übernimmt, was in der Popmusik ja doch mehr gemacht wird, glaube ich, oder immer mehr gemacht wird vielleicht auch, gibt es immer noch diese
einzigartigen Songs so. Dass jeder Song ist irgendwie ein Konstrukt, hat eigene Lyrics, hat ja eine eigene Gesangsmelodie. Allein das, ne, was du damit für Kombinationen erzeugen kannst, das wird sich so schnell nicht erschöpfen. Genau, und ich glaube auch, wenn du immer drüber nachdenkst und im Kopf hast, was dein Publikum hören will, also wenn du dir immer Gedanken darüber machst, was möchte das Publikum haben, dann wird es dich auch hören. Ja. Wenn du immer nur daran denkst, was ich möchte, was aus mir rauskommt, das ist auch so ein, den haben ganz viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder mit denen ich immer Kontakt hatte, diesen Selfish-Gedanken, das, was aus mir kommt, ist so genial. Das muss die Welt ja verstehen und feiern. Was ich aber sehe, ist, dass man darf sich nicht verbiegen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Hip-Hop mag, dann brauche ich jetzt keinen Schlager machen oder sowas. Das meine ich nicht damit. Aber ich muss schon immer daran denken, auch an den Rezipienten quasi. Ne? Ich kann nicht nur sagen, ich mache das aus mir heraus, sondern ich muss auch immer drüber nachdenken, vor welcher Bühne, auf welcher Bühne möchte ich stehen, wer guckt mir gerade zu, wer soll mich feiern. Und das, würde ich sagen, unterscheidet den Berufssongwriter vom Hobby-Songwriter. Okay. Ne? Ja. Ja, weil letztendlich, wenn du das zum Beruf machst, dann bist du ja von deinem Kundenkreis, das ist ja letztendlich der Musikhörer, halt abhängig. Ja, ja, okay. Und da musst du natürlich irgendwie dann Anklang finden. Und ansonsten spricht ja nichts dagegen, das für sich alleine auf der Couch zu machen. Ne? Oder, ja, okay. Oder und? Für drei Freunde und die Familie so. Aber ich glaube, in dem Moment, wo es zum Beruf werden soll, ist man auch ein bisschen Dienstleister. Genau, ganz genau. Ja, okay. Ja, okay, spannend. Spannend. Thema Songwriting. Ich hoffe, ihr habt da ein paar Eindrücke gewonnen. Unsere Gesprächsgrundlage laden wir euch auch einmal bei Patreon hoch. Da könnt ihr nochmal die ganze Zusammenfassung euch angucken als PDF. Ja, schreibt uns in die Kommentare, ob ihr Fragen habt für unseren Talk. Versorgt uns mit neuen Themen, mit neuen Fragen. Heute war es wir waren sehr konform, wenig Reibung. Ich glaube, da sehen wir vieles sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, dass es ein absolut zukunftsträchtiger und spannender Job ist, wobei ich auch nicht sagen möchte, dass der für viele geeignet wird in Zukunft oder sowas. Er ist beinhart mit 0,003 Cent Spotify-Auszahlung und sowas. Muss man sehr, sehr viel Holz hacken, bis man den Abendbrottisch damit füllen kann für sich und die Familie zu Hause. Ja. Aber wenn man diesen Sprung geschafft hat, ist es, glaube ich, wenn man es wirklich will, einer der schönsten und verrücktesten Berufe, obwohl ich auch oft 8 Stunden einfach nur vorm Rechner sitze. Ja, klar, die Tage gibt's, ne? Aber es gibt auch Tage, wo du so einen Song selber so feierst und so drin bist, den du gerade machst. Den gibt's auch, ja, das stimmt. Gänsehaut von dem, was du gerade an dem, was du gerade machst, kriegst das, ja, besser geht's nicht. In dem Sinne, setzt euch wieder an die Computer, produziert ein bisschen Musik. Wir posten euch unten in die Kommentare auch nochmal unsere Musikprojekte. Könnt ihr mal reinhören, könnt ihr einen Kommentar dazu dalassen. Wisst ihr was? Bis zum nächsten Talk. Wir sehen uns hier auf Jamflix. Ciao. Tschö.